bewegt eben an der EU speziell die Schülerinnenmobilität. Das heißt, ich habe an einem Programm teilgenommen, das heißt Comenius, ein Förderungsprogramm der EU, das uns Schülerinnen und Schülern ermöglicht, für eine Zeit ins Ausland zu gehen und eben dort eine neue Sprache zu erlernen und eine Schule zu besuchen. Und das finde ich ziemlich toll, weil die EU sponsert uns das, sie zahlt uns die Reise hin und zurück und fördert uns auch dort mit Taschengeld im Land. Was mich bewegt an der EU, ist vor allem das Konzept, das hinter der EU steckt. Vor allem auch der Leitspruch vereint in Unterschiedlichkeit. Sozusagen, dass es sehr viele verschiedene Staaten gibt, die sich zusammensetzen in ihrer Unterschiedlichkeit, um ein Thema zu erörtern und dadurch zu einer Lösung zu finden. Also, dass jeder sozusagen mit seiner eigenen individuellen Kultur, mit seiner eigenen Individualität trotzdem am großen Staatenbund teilhaben kann und dass sozusagen durch diese Masse an Individualität etwas bewegt werden soll. An der EU selbst finde ich einfach wichtig, dass sich die Länder gegenseitig unterstützen in der EU, dass sie gefördert werden, dass zum Beispiel, wenn so Probleme auftreten wie die Finanzkrise, die Krise mit Griechenland, einfach, dass die Länder sich dann gegenseitig wirklich helfen, dass sie zum Beispiel also Rettungsschirme oder irgendwelche anderen Dinge machen, um die Länder auch zu unterstützen, dass da einfach eine Solidarität für die anderen Länder dann da ist und dass zum Beispiel Länder nicht ausgegrenzt werden, nur weil sie jetzt Probleme haben. Und ich finde es sehr wichtig, dass die EU vielleicht noch weitere Länder aufnimmt, sofern sie für die EU auch passen und die Bedingungen menschenrechtlich gesehen oder in anderen Belangen auch erfüllen. Und da sehe ich die EU als großes solidarisches Bündnis eigentlich der Länder und finde es wirklich wichtig für die Gesamtheit in Europa, für die Gesamtheit der Staaten, dass es die EU gibt. Also ich finde die Europäische Union grundsätzlich sehr wichtig für Österreich und allgemein für ganz Europa, aber man fragt sich schon, ob der Verwaltungsapparat nicht großteils ein bisschen aufgebläht ist oder ob die Fördergelder, ob mit denen richtig umgegangen wird, weil einfach so enorm viel Geld hineingesteckt wird und man das nicht genau nachvollziehen kann als Bürger, ob wie das verwendet wird, zumindest nicht einfach. Ich war eben dieses Jahr mit 5 Schülern aus der HTL Hallein in Straßburg bei der Euromed-Skola. Das ist ein Treffen von Schülern aus europäischen und mediterranen Ländern. Die treffen eben da zusammen und besprechen Themen genauso wie es in der EU die Abgeordneten machen. Und da wird darüber diskutiert und abgestimmt. Und das habe ich halt für klasse gefunden, dass es sowas gibt, weil da auch mal Jugendliche das erleben und dann das Ganze auch viel besser verstehen können. An der EU finde ich toll, dass man den europäischen Freiwilligendienst machen kann, wo man in alle 27 EU-Länder an irgendeinem sozialen Projekt mitarbeiten kann und das wird von der EU unterstützt, mit einem Taschengeld und mit der Unterkunft. Ich komme aus Südtirol und besuche eben da in Österreich die HTL und für mich war es wesentlich einfacher, seit es die EU gibt oder seit Österreich bei der EU ist, in einem anderen Land zu studieren, weil es eben einheitliche Währung gibt und es eigentlich auch keine Einreiseprobleme gibt zwischen Österreich und Italien. Mich bewegt das Thema ACTA. Es ist ein Vertrag über die Einschränkung der Privatsphäre im Internet. Es werden Daten aufgezeichnet, und auf die man keinen Eingriff und keinen Überblick hat, wer sie besitzt. Ich habe schon öfters über das Thema Eurokrise nachgedacht und ich denke, dass in Österreich viele Leute eben gegen die EU sind, da die Steuern wegen der Eurokrise immer erhöht werden. Und ich denke, dass auch die Politiker und die Reichen auch mehr zur Verantwortung gezogen werden sollen und dass auch die mehr beitragen sollen und nicht immer nur die kleinen Bürger und